Hallo und herzlich willkommen. Ich glaube, wir müssten schon live sein. Das sieht so aus. Die Anzeige sieht so aus, als wenn ich live wäre. Ja, herzlich willkommen. Ich habe es ja gerade schon einen Titel geschrieben. Immobilienfinanzierung Deep Dive habe ich das genannt. Worum geht's? Immobilienfinanzierung? Warum Deep Dive? Wir hatten Q&As, FAQs, diverse Fragen, diverse Rückfragen und Rückfragen zu Rückfragen. Und die zwei Haupt- oder die zwei Kernthemen, die immer wieder kommen, das sind genau die Punkte, hatten wir letztens auch im Live gehabt, ich glaube am Freitag war das. Die zwei meistgestellten Fragen sind einmal das Thema Immobilienfinanzierung und Immobilienankauf. Wir hatten dazu schon ein Live gemacht, hatte ich aus dem Auto genommen, ich glaube am Freitag, da kannst du mal gerne reinschauen. Aber es gibt dazu noch weitere Fragen. Das heißt also, ihr habt anscheinend noch Gesprächsbedarf, Rückfragen, Unklarheiten. Und deswegen habe ich es einfach Deep Dive genannt, dass wir einfach nochmal dazu ein bisschen tiefer reingehen, als wir das fürs Herz gemacht haben. Ich habe dazu auch zwei, drei Notizen gemacht, deswegen wollte ich nicht, hier steht mein Notebook, wenn ich hier drauf gucke. Ich habe noch was Cooles noch schon mal vorbereitet. Das schon mal so als Vorbereitung oder Vorwarnung. Also, ich habe Punkt 1 aufgeschrieben beim Thema bei Finanzierung. Du musst, vielen Dank für die Herzen, schick mir noch mehr. Cool, danke, danke. Also, erste Thema, was du immer brauchst, ist Objekt finden. Du musst ein Objekt haben, sonst brauchst du keine Finanzierung. Also von daher ist das ganz klar. Du musst Objekte akquirieren können, du musst Objekte am Markt erreichen. Die Objekte müssen nicht catchen, du musst die den Zuschlag kriegen. Das ist ein ganz separates Thema für sich selbst. Ich hatte schon mal kurz angerissen gehabt, weil ihr habt teilweise ein Mindset am Tag, was ich überhaupt nicht gut finde. Und zwar höre ich immer wieder, es gibt keine Objekte. Das stimmt nicht. Das ist dein Glaubenssatz und der ist komplett falsch. Würde ich, oder an dem Markt so dran zu gehen, ist absolut fehl am Platz, weil das zum einen nicht zutrifft, zum anderen, du reduzierst damit deine eigenen Möglichkeiten. Und Glaubenssatz, ersetze den Wort Glaubenssatz durch Vorurteil. Mehr ist es nicht. Du glaubst selber nicht daran und findest quasi schon darin deine Ausrede oder deine Begründung, warum du nicht akquirierst, keinen Zuschlag kriegst, nicht kaufst. Vielen Dank für den ganzen Herz. Macht ihr super. Gib mir ruhig noch mehr. Finde ich cool. Finde ich mega. Und um das doch mal kurz konkret zu überlegen, also wie gesagt, es gibt mehr als genug Objekte am Markt und die werden auch gehandelt. Mehr als genug am Markt. Und ich habe schon im letzten Video gesagt, es werden sogar mehr gehandelt als letztes Jahr. Das habe ich jetzt auch nochmal im Grundstücksmarktbericht nachgeschlagen hier. Habe ich gerade offen vor mir. Und zwar habe ich den Grundstücksmarktbericht jetzt in dem Fall für die Stadt Essen, weil ich in Essen tätig bin. Das ist meine Kernregion. Das ist da, wo ich mein Unternehmen habe, wo ich die meisten Immobilien auch selber habe. Ich habe in anderen Städten auch, aber die meisten habe ich in Immobilien in Essen. In Essen gab es letztes Jahr Erstverkäufer aus dem Neubau lasse ich mal außen vor. Ich gehe davon aus, dass die meisten hier Gebrauchtimmobilien kaufen werden, also Bestandsimmobilien kaufen werden. So, das heißt der Weiterverkauf von Immobilien. 2020 gab es 1986 Weiterverkäufe. Im Jahr davor, 2019, gab es 1928. Das heißt also 60 weniger Verkäufe. Das heißt, wir haben 60 Objekte wurden mehr verkauft sogar als im Jahr davor. Jetzt kommt aber was Spannendes. Wenn wir 3 Jahre zurückgehen, Jahr 18 wurden 1413 verkauft. Das heißt, der Markt hat sich mal eben um 500 Objekte mal vergrößert, die verkauft wurden. Und die Anzahl der Verkäufe wächst immer noch weiter. Das heißt, es gibt einen Markt. Und wenn du sagst, du akquirierst nichts, da liegt es an dir, dann ist das dein Markt und dein Glaubenssatz, wie ich gerade schon Anfang sagte. Das heißt, du gehst mit dem falschen Mindset da dran oder du suchst im falschen Netzwerk oder du müsstest mal vielleicht hinterfragen, wo du vielleicht besser akquirieren könntest. Aber das nur kurz vorweg. Ich wollte das nochmal kurz betont haben, deswegen habe ich auch die Zahlen nochmal explizit rausgeholt.
Den Grundstücksmarktbericht findest du übrigens auch im Internet, also habe ich ihn auch her, das ist von der Stadt Essen veröffentlicht, jedes Jahr. Google einfach danach, Grundstücksmarktbericht und dann halt die Stadt dahinter. Dann habe ich jetzt ein PDF von 101 Seiten und wenn du dann einfach suchst nach dem Wort Verkauf, dann findest du ziemlich schnell, das ist nämlich auf Seite 15 zum Beispiel, die Statistik, die ich gerade rausgeholt habe, hast du ziemlich schnell raus. Aber nochmal, es gibt einen großen Markt, der Markt wird jedes Jahr größer, es werden immer mehr Objekte verkauft, jedes Jahr sogar ein Riesenanstieg von 500 mehr Verkäufen von 18 auf 19, das heißt, es passiert sehr viel auf dem Markt. Nur, du musst dich ja fragen, warum ohne dich? Dann nochmal kurzer Hinweis, im Coaching gebe ich dir auch meine Strategien komplett offen, wie ich akquiriere am Markt. Ich habe jetzt zum Jahreswechsel nochmal zwei Häuser gekauft in Rüttenscheid, zwei Mehrfamilienhäuser. Rüttenscheid, Essen-Rüttenscheid, wer das nicht kennt von euch vielleicht, ist eine bessere, gefragtere Ecke in Essen, ist auf jeden Fall the place to be. Und da gibt es auch Verkäufe, wie auf dem ganzen Markt und wie auch in deiner Stadt. Es ist jetzt nur als Beispiel für Essen, weil das mein Heimatmarkt ist. Daher also nochmal, überdenke dein Mindset dabei, ob das so richtig ist oder nicht. Aus meiner Sicht auf gar keinen Fall. Aber wie gesagt, wenn du dazu noch Fragen hast, melde dich gerne bei mir persönlich. Schreib mich gerne bei Insta an, das ist mein Account. Wenn du darauf antwortest, lesen mehrere, aber ich lese ihn auch persönlich auch. Wir können dann eins zu eins da gerne zu sprechen. Oder wie gesagt, da musst du mal nachdenken, weil da ist irgendwas, was nicht ganz okay ist. Und das kann man ändern. Jetzt eigentlich zu einem Kern dieses Lives, das Deep Dive der Immobilienfinanzierung. Kurz vorweg, ich bin kein Finanzierer, ich bin kein Bankmitarbeiter, ich habe davon nichts. Ich kann nur meine Empfehlung weitergeben und was du daraus machst, ist dann einfach, dass du es annimmst oder halt auch nicht. Aber ich bin kein Finanzierer, das heißt also, ich möchte dir kein Objekt oder keine Finanzierung verkaufen, ich möchte dir nicht irgendwas nahelegen. Ich gebe nur meine Erfahrungswerte weiter, nach denen ihr gefragt habt. Das nur so als Disclaimer vorweg. Ich habe dann hier als Punkt 2 stehen Objektwert. Objektwert ist immer relativ. Es gibt ja immer, kennst auch bestimmt, es gibt ja dieses super Bild, Objektwert aus der Sicht des Eigentümers, aus Sicht des Käufers, aus Sicht des Finanzamtes. So, und dann wird auf einmal irgendwie ein Zelt, einmal ein Schloss abgebildet. Das heißt also, damit soll einfach mal so dargestellt werden, ein Objektwert ist immer relativ. Es gibt den persönlichen Wert. Bei selbstgenutztem Eigentum ist es halt so eine Sache. Da kann es durchaus sein, dass man dann bereit ist, mehr zu zahlen, weil man unbedingt in diese Nachbarschaft ziehen möchte oder irgendwelche Bezug hat, irgendwelche persönlichen Geschmäcker dazu hat. In der Regel wirst du Kapitalanleger sein. Das heißt, du wirst sehr zahlenlastig an die Sache rangehen, sehr, sehr faktisch drangehen. Und da ist es so, dass du den Wert schon gucken musst, dass du realen Wert ermittelst. Gibt es viele Tools im Internet. Du kannst dir auch solche Grundstücksmarktberichte, Objektberichte und Bewertungen kannst du im Internet kaufen. Es gibt da Plattformen dafür. Du kannst das auch eventuell bei der größte Sprengnetter kannst du dir abrufen. Es gibt aber auch viele. Ich möchte jetzt also keinen da irgendwie nennen. Wir selber kaufen die immer von, ich weiß gar nicht von wo, wir haben ein Tool für. Das heißt, dann kriegst du einmal einen ziemlich guten Wert dafür. Wichtig ist natürlich für dich, das ist dann der Wert, den du siehst und man mit dem Marktwert siehst. Aber, dafür kommen wir zum Punkt 3 schon, es gibt noch einen Wert, den die Bank ermittelt. Und der kann sehr oft sehr davon abweichen. Wir betreuen ja auch Verkäufe. Teilweise wundern wir uns echt, was die Banken für Mitarbeiter rausschicken und wie die auf welche Werte kommen. Und was die alle sehen, das ist teilweise echt unglaublich. Also momentan ist auf jeden Fall so mein persönlicher Eindruck, dass wir bei der Deutschen Bank echt grottige Bewertungen erleben. Und grottig ist noch ein sehr nettes Wort. Deutsche Bank hat jetzt, glaube ich, viele Objekte bis 100.000 Euro haben die jetzt komplett outgesourced. Da kommt irgendein Student, der, glaube ich, kriegt dafür 20 Euro die Stunde. Bisher war das, glaube ich, kein einziger, der auch irgendwas Immobilien mit Vorahnung hatte. Das waren, glaube ich, einmal Germanistikstudent und einmal noch, ich weiß nicht, Sport, glaube ich, oder sowas, oder Geologie, ich weiß nicht genau.
Wo Geologie wäre schon mal wenigstens etwas mit Topografie zu tun. Aber was da für Burschen kommen, ist unglaublich. Die stellen Fragen, wo du dir denkst, sag mal, du weißt schon, dass das eine Immobilie ist, dass das ein Haus oder eine Wohnung ist, was du hier bewerten solltest. Ne? Und die haben so ein iPad dabei und da gibt es halt von der Deutschen Bank so einen Fragenkatalog, der ist wahrscheinlich ausgedruckt, der wird 20 Seiten lang. Also die Fragen, ich glaube 180 Fragen ab oder sowas. So, und im Prinzip werden dafür nur bezahlt, dass die halt vor Ort mit dir rausgehen und diese Checkliste mit den 180 Punkten einmal am iPad durchgehen, einmal die Häkchen machen und dann gehen die wieder. Und wir haben jetzt vor kurzem, das ist schon ein halbes Jahr her, in der ersten Innenstadt hatten wir eine Wohnung, 65 Quadrat oder sowas war die groß, war auch starke Nachfrage da. Ich meine, ist momentan ja immer so, wenn ein Objekt irgendwie einigermaßen passt, dann hast du immer sehr, sehr viele Nachfragende. Und wir hatten verschiedene Gebote von verschiedenen Interessenten, die auch mehrere bei der Deutschen Bank waren. Und es kamen auch verschiedene Mitarbeiter von der Deutschen Bank, also Mitarbeiter in Anführungsstrichen, das sind ja irgendwelche Freelancer, die halt auf Stundenbasis dort arbeiten. Und es ist so, dass die auch natürlich zu ganz anderen Ergebnissen kamen. Und wir hatten die Wohnung eingewertet für, ich glaube, lass mich nicht lügen, irgendwas um die 90.000 war die eingewertet. Der extremste nach unten kam auf einen Wert, glaube ich, von 58.000 und der höchste kam, glaube ich, auf 104.000 oder sowas. Und das ist, daran siehst du also einfach einmal, dass man nur vielleicht nur begreift, dass du einfach vielleicht überlegst, ob man mit der richtigen Bank spricht. Momentan, wie gesagt, Deutsche Bank ist echt ein, also wenn wir ein Objekt verkaufen und dann fragen wir auch schon, bei welcher Bank finanziert werden soll. Wenn wir hören, dass die Deutsche Bank dabei ist, sagen wir auch schon, frag besser eine zweite Bank an, weil mit denen kann es Sachen geben, die man nicht nachvollziehen kann und die man auch nicht versteht. Aber wenn du nur ein Pferd im Stall hast, dann hast du halt schlechte Karten, wenn das Pferd tot ist. Ne? Das kannst du nicht reiten. Und daher empfehlen wir immer bei Deutsche Bank immer vorsichtig zu sein und besser schon mal eine zweite Bank anzufragen. Und in der Regel kriegst du übrigens auch bei einer Fremdbank auch bessere Konditionen. Das ist auch mal witzig. Aber eine Fremdbank finanziert in der Regel günstiger als die Hausbank. Ich glaube, das liegt daran, weil du schon Kunde bist. Und für Neukunden gibt es ja immer einen Bonus, gibt es einen Rabatt. Wenn du Neukunde bist, dann bist du ja immer begehrter als Bestandskunde. Und deswegen kriegst du halt da, glaube ich, immer andere Konditionen. Aber wie gesagt, wir raten auf jeden Fall, wenn du bei Deutsche Bank jemanden anfragt, immer noch eine zweite Bank sofort mit anzufragen. Weil wenn du dann zwei Wochen wartet, bis dein Termin stattfindet und dann kriegst du halt dann noch eine Woche später diesen Bericht und dann kommt halt irgend so lächerlicher Betrag raus. Und das ist dann dein Höchstbietner, auf den du jetzt gewartet hast, drei Wochen lang oder vier Wochen. Und das löst sich alles dann in Luft auf, dann hast du halt ganz schlechte Karten. Also von daher immer gucken, mit welcher Bank du arbeitest und eventuell überlegen, ob man nicht eine zweite Bank noch mit irgendwie ins Rennen schickt oder so. Erst recht, wenn es eine deutsche ist. Auch da, ach so, wir hatten auch noch eine andere Sache, das kann ich auch mal vielleicht kurz anreißen, wenn euch das interessiert. Ich sehe gerade, Kommentare sind schon da. Zum optimalen Kaufpreis können wir was machen. Komme ich gleich nochmal da drauf, auf jeden Fall. Kaufpreis ist natürlich auch ein Thema für sich, aber auch sehr komplex. Optimaler Kaufpreis. Da könnte man bestimmt auch so eine Serie zu machen. Also Kaufpreis und optimal, das sind zwei Sachen. Die in der Kombination ist schwierig. Ja. Wir hatten noch eine zweite Sache, auch mit der Deutschen Bank mal wieder. Wir haben Deutsche Bank momentan, man glaubt oder man hat das Gefühl, die wollen gar nicht finanzieren. Die wollen das Geschäft irgendwie, die müssen es machen, weil der Forscher das möchte, aber die Mitarbeiter sollen es doch nicht machen oder so, keine Ahnung. Echt zu Mäusemelken momentan mit denen. Wir hatten ein Objekt gehabt, das war ein Mehrfamilienhaus, auch in Essen, mit einem Anbau. Im Anbau ist eine Gewerbefläche drin. Und in dieser Gewerbefläche hat der irgendwelche Bausubstanzrisse gesehen, wohlgemerkt ein Anbau, eine Halle mit einem Flachdach drauf, also da sind vier Mauern stehen da nur mit einem Dach drauf, das war's. Und der hat dann irgendwie solche krassen Bergbauschäden mit irgendwie 10 cm Spalten gesehen und die gibt es natürlich nicht. Also wir haben das Objekt ja vorher gesehen, das ist von einem Kunden von uns und wir haben es an anderen Kunden verkauft. Wir kannten das Objekt also aus der Betreuung durch die eigene Hausverwaltung. Das Objekt stand vorher, das steht immer noch, da sind auch keine 10 cm großen Risse drin. Also 10 cm im Abstand, nicht in der Länge. Ne? Befreundeter Architekt von mir sagt immer, Risse, wo du die Hand reinstecken kannst, ab da musst du aufpassen. Das ist dann immer schwierig für die Substanz und das ist schwierig auch für die Stabilität und für die Statik.
Ja, und er hat davon welche gesehen, die halt 10 cm sind. Also das heißt, da kannst du locker eine Faust durchstecken. Aber er hat die gab es nicht. Und der Witz ist aber dabei, wenn einmal sowas aktenkundig ist bei denen, das war auch einer übrigens, der kam so aus Dresden nach Essen dafür, für diese Bewertung. Also, wie gesagt, Deutsche Bank ist einfach Thema für sich. Fakt ist, es war immer bei den Akten drin und du kamst ja nicht mehr aus der Nummer raus. Jetzt wollte der Kunde unbedingt bei Deutsche Bank finanzieren, weil er hat seine anderen Finanzierungen auch da gehabt. Der hat da irgendwie so ein Sammeldepot und weiß nicht was. Er wollte unbedingt da bleiben. Wir haben gesagt, wechsel die Bank, beziehungsweise auch nur für dieses Projekt, aber die finanzierende Bank wollte er nicht. Und Fakt war, ich glaube, wir mussten 4 Monate, glaube ich, auch hinauszögern bis zur Beurkundung oder bis zum Verkauf. Wir mussten noch von der RAG, das ist die Ruhrkohle AG oder ehemalige Ruhrkohle AG, die hat die ganzen Langzeitschäden von dem ganzen Bergbau. Wir mussten von denen ein Gutachten erstellen lassen, wo drin steht, dass also unter diesem Objekt der Boden hart genug ist und dass es irgendwelche Probebohrungen schon gab, die im Umkreis waren, und mussten von Ergebnissen haben. Das war so ein Riesenakt, ne? Und da gab es halt nichts. Und das Schlimme ist halt einfach nur, wenn es einmal in der Akte steht, du hast auch gesagt, komm ein zweites Mal raus oder zeig mir das. Und dann natürlich alles Datenschutz, das dürfte nicht und könnte nicht sagen, das ist so und ne, also echt ein Graus. Aber irgendwie bin ich jetzt im Bashing von der Deutschen Bank gelandet, wo ich gar nicht hin wollte. Fakt ist, überleg dir eventuell, ob du nicht mit einer zweiten Bank arbeiten solltest, weil es gibt den Wert, da komme ich ja zurück zum Punkt 3, Beleihungswert. Beleihungswert für die Bank ist also einmal der Wert, den die Bank ermittelt. Das ist nicht unbedingt der Wert, den du hast und schon gar nicht der Wert, den der Verkäufer hat. Und wir erleben es oft, dass dann auf einmal ein Gap entsteht. Und das muss durch EK, also durch Eigenkapital, gestopft werden oder durch andere Sicherheiten. Du kannst ja noch vielleicht Immobilien haben, die im Grundbuch schon mal irgendwie frei haben oder so. Da kannst du auch noch drauf gehen. Aber du hast oft das Problem, dass die Bank anders bewertet als du. Die Banken sind halt von Hause aus auch ängstlich. Das heißt, sie sind sehr defensiv. Die werden also auch Abschläge machen. Die werden also im schlimmsten Fall das Objekt maximal da sehen, wo du siehst, würden eventuell noch Abschläge machen, Sicherheitseinbehalte. Das heißt, sprich unbedingt auch mit deiner Bank, wo das Objekt bewertet, damit du auch den Preis in die Finanzierung reinkriegst, weil die Bank rechnet mit dem Betrag weiter ab der Stelle. Ne? Das heißt, wenn dann 100 Euro oder 100.000 Euro fehlen, dann hast du das Gap einfach, was du erstmal füllen musst, egal ob es da ist oder nicht, weil die Bank hat den dann mal fixiert und da geht die in der Regel auch nicht mehr von weg. Sie mit den zwei Beispielen, die ich gerade genannt hatte. Daher, ja, stelle sicher, dass deine Bank auch dann mit dir den Betrag ermittelt, mit dem du auch leben kannst und mit dem du auch ja, auskommst. Dann kommen wir zu Punkt 4, das Eigenkapital. Du wirst in der Regel EK einschießen müssen. Allerdings gibt es ja auch viele Gestaltungsmöglichkeiten. Du kannst, da habe ich auch schon ein paar Folgen zu gemacht, im letzten, vorletzten Live-Folge gibt es dazu einen Beitrag. Ich habe dazu auch eine Podcast-Folge gemacht, ich glaube, wie finanziere ich zu 110%. Ich habe dir da auch meine eigene persönliche Art, wie ich finanziere, die auch erklärt. Ich glaube, die Folge geht, glaube ich, 16, 17, 18 Minuten oder so, also auch ausführlich erklärt. Vom Grundsatz her ist das Ganze so, du hast einen Betrag X, den die Bank dir das Objekt für die Bank wert ist. Jetzt möchtest du was finanzieren. Die Bank möchte von der Sicherheit haben. Die hat natürlich, klar, die geht ins Grundbuch rein, das heißt, die kriegt dann den Zugriff auf die Immobilie, aber auch da macht die Abschläge dabei. In der Regel hat sich so eingebürgert, 10% EK musst du in der Regel einschießen. Das ist so ungefähr so ein grober Wert. Der kann variieren, den kannst du auch verhandeln, vielleicht nicht beim ersten Deal, aber in der Regel beim zweiten, dritten, vierten Kauf auf jeden Fall, wenn du so ein Standing bei der Bank hast, wenn die Bank erstmal so einen Verlauf von dir hat, wenn die sieht, du hast schon mehrere Kredite mit abgerufen, du hast regelmäßig bezahlt, es gab keinen Lastschriftruf, alle Zahlungen kommen pünktlich, du erfüllst, alle Unterlagen werden eingereicht. Also wenn die sieht, dass dein Verlauf gut ist, dann kannst du auch darüber sprechen. Sehr guter Hinweis auf jeden Fall, dass was ich immer mache, ist, ich hinterlege einen gewissen Betrag. Meistens sind das jetzt 10%, kommt nicht immer hin, je nachdem, also es ist mal mehr, mal weniger. Mal ist es auch so, dass wir einige Sachen zusammenlegen, je nachdem, wie sich ein Kauf ergibt. Auch dann gibt es mehrere auf einmal, die dann abgeschlossen werden. Aber in der Regel ist so 10% hinterlege ich bei der Bank meistens, aber nicht durch das Einschießen als Geld. Wenn du das tust, ist dein Geld weg. Es ist nicht verbrannt. Das Geld kriegst du aber erst wieder, wenn du verkaufst. Dieses Kapital, diese 10%, die du einschießt, die kriegst du erst,
dann wieder raus, wenn das Objekt verkaufen wirst. Vorher nicht. Und der zweite Nachteil ist bei diesem Weg das Finanzamt. Oder was heißt das Finanzamt? Also das heißt, du kannst ja bei der Steuererklärung V&V-Anlage hast du die Möglichkeit, alle Ausgaben bei Kapitalanlagen zu 100% geltend zu machen. Auch den Zins. Und du verzinst, oder deine Zinsen sind entsprechend nur auf 90% des Betrages. Das heißt also, du verschenkst ja nicht Geld, aber wenn die Bank dir zum Beispiel 110% auf dem Papier finanziert, kannst du auch die Zinsen für diesen Betrag auch komplett geltend machen. Diese Option kannst du damit halt nicht mehr ausführen. Die ist halt weg. Das ist also noch der gute Nebeneffekt dabei, wenn du halt bei der Bank einfach was hinterlegst. Ich habe das früher mit Tagesgeldkonten gemacht, als es noch 3, 4, 5% auf Tagesgeld gab. Also das ist schon, weiß ich nicht, bestimmt 10 Jahre her. Ist jetzt beim jetzigen Zinsniveau, ich weiß nicht, was Produkt Tagesgeld überhaupt noch gibt. Das macht ja keinen Sinn. Ne? Also selbst auf Langzeitgeld kriegst du ja irgendwas so unter 0%. Und von daher, glaube ich, gibt es das gar nicht mehr. Die letzten Male habe ich das angelegt in einem Depot von der Bank. Allerdings sind auch da ein bisschen eigen, die Banken. Fremddepots bewerten die mit einem Abschlag von 50%. Das heißt, wenn du 100.000 Euro im Depot hast, sagen die erstmal, okay, wir akzeptieren nur 50.000 davon. Ne? Das Witzige ist, wenn du das Depot aber dort auflöst oder transferierst zu der Bank, wo du finanzierst, dann ist es 100% wert. Dann sind es 100.000 Euro wieder. Ist aber so, muss man nur wissen. Das heißt also, ich habe jetzt die letzten Male, die letzten drei Käufe habe ich darüber gemacht, dass ich einfach ein Depot, ich hatte eins, was frei war sowieso, das habe ich wieder verwendet. Und dementsprechend wird die anderen halt ein Depot angelegt. Und dann wird das Depot, ich vereinbare es immer so, dass ich sage, bis dieser Betrag getilgt ist, ist das Geld quasi bei der Bank, also die haben den Finger drauf, das wird also auch verpfändet. Also die könnten es verpfänden, also ich unterschreibe dafür, dass sie es verpfänden könnten, wenn ich natürlich nicht zahlen würde. Sobald aber der Betrag abgetilgt ist, wird er sofort freigegeben. In der Regel sind es so 3 Jahre, das kommt man ziemlich genau hin. Das sind mal 2 Jahre und 9 Monate, mal sind es auch 3 Jahre und 4 Monate oder sowas. Je nachdem, wie du tilgst und wie die ganze Konstellation aussieht. Aber du kannst so wirklich so als Daumenrichtwert sagen, nach 3 Jahren ist das Budget wieder frei. Das hat für dich wieder den zweiten charmanten Vorteil, neben der Steuer. Das heißt also, dass du jetzt 110% an Zins abschreiben kannst. Das Geld ist nicht weg. Nach 3 Jahren hast du es frei und kannst es wieder reinvestieren. Du kannst es in die nächste Immobilienfinanzierung mit reinschießen. Also es ist deins. Du kannst auch das Depot auflösen. Wenn du vielleicht auch ein bisschen Glück hast, mit den richtigen Aktien gehandelt hast oder mit den Aktien-ETFs eventuell im Depot hattest. Bei mir sind alle auch noch positiv dabei. Also das heißt, in der Regel erwirtschaften die was auch noch dabei. Ist jetzt natürlich keine Garantie. Muss natürlich halt da auch das Richtige nehmen. Aber das ist auch wieder ein Thema für sich. Da kommen auch übrigens auch viele Fragen rein, mit welchen Depots und welche Aktien ich empfehlen würde. Ich bin kein Aktionär oder ich handle nicht damit. Ich habe mehrere Depots, wie ich gerade sagte, durch die ganze Finanzierung habe ich mehrere bei den Banken. Ich habe auch privat noch ein Depot. Meine Kinder haben Depots. Also es ist kein fremdes Thema, aber es ist nicht mein Thema. Also ich kann dir über Immobilien, kann ich dir 50.000 Sachen mal mehr erzählen, als welche Aktien ich habe. Aber wenn das für euch so spannend ist, dann schreibt mir gerne einen Kommentar rein und dann kann ich gerne mal auch dazu sagen, was ich da gekauft habe und warum. Weil das Witzige ist dabei, ich habe letztens noch mit einem Kumpel zusammengesessen, habe ich auch mit ihm gesprochen, weil er jetzt auch Nachwuchs gekriegt hatte und hat auch überlegt gehabt, so ein Depot anzulegen. Bei mir sind alle Positionen zu der Zeit alle positiv gewesen. Egal, ob es ein Depot oder ob es welche Aktien waren, die ich jetzt erst seit kurzem hatte oder auch schon eben seit mehreren Jahren. Ich hatte keinen einzigen Negativen dabei, was aber eigentlich auch Glück sein kann. Also das ist nicht mein Hobby, das ist nicht mein, ich bin kein Daytrader oder sowas. Also es ist nicht meine Kernkompetenz, gewiss nicht. Ich beschäftige mich da so damit nicht wirklich groß. Also von daher, guck, dass du auf jeden Fall das EK schonst, weil Cash is King. Die einzigen, die ich kenne, die jemals Schwierigkeiten hatten oder Kunden von uns jemals Schwierigkeiten waren die, die auf einmal Probleme hatten mit Liquidität. Das ist das Einzige, was dich eventuell später irgendwie in Schwierigkeiten bringen kann. Wenn das Objekt ordentlich vorher besichtigt hast, vielleicht einen Fachmann mitnimmst, je nachdem wie deine Kernakquise ist oder wie deine Kompetenz ist, nimmst du einen Architekten vielleicht mit, Bausachverständigung oder ähnliches dabei. Es gibt ja genug Leute, die solche Dienstleistungen anbieten. Übrigens auch wir.
Und dann kannst du dir genau angucken, wie alt ist das Dach, wann muss es gemacht werden, und du kannst einfach dann rückwärts sparen und kannst aber sagen, okay, in 8 Jahren muss ich ein Dach neu machen, das Dach kostet so viel. Ist ja einfach eine Rechenaufgabe. Das heißt also, das Einzige, was bei uns wirklich, wenn überhaupt Schwierigkeiten gibt, ist Liquidität. Und damit, wenn du das Geld halt nicht bei der Bank hast oder wieder im freien Betrag hast, hast du den Vorteil, es ist freier Betrag, du kannst aber frei verfügen. Es ist dann komplett frei, ob du das wieder reinvestierst oder wieder als EK für eine nächste Immobilie hinterlegst oder ob du das Objekt vielleicht umbaust, verschönerst, schick machst, neue Fassade drauf machst. Was auch immer, es ist deins. Es ist nicht weg. Wie gesagt, wenn du es mit einschießt, ist es weg, bis du es verkaufst. Daher ist so meine Empfehlung: Überlege und bespreche, welche Alternativen es noch gibt, außer zu dem klassischen Weg 10% einschießen. Es gibt die Möglichkeiten. Also, wie gesagt, ich finanziere mal 110%, also inklusive Nebenkosten dabei, und hinterlege 10%. Und das geht bei. Also, ich hab noch nie Nein gehört. Nie beim Erstgeschäft. Es hat bei mehreren Banken funktioniert. Aber wie gesagt, wenn du das ausführlich haben willst, Podcast-Folge, ich weiß es nicht genau, 16 oder so, such dir einfach. 110% Finanzierung ist im Titel drin. Wenn du das suchst, wirst du es finden. Dann kommen wir noch zu dem letzten Punkt, den ich hier noch aufgeschrieben habe: Finanzierungsart. Der beste und der einfachste und der klassische Weg ist natürlich Annuitätsdarlehen. Das ist einfach, clean, schnell berechnet, kannst in Excel innerhalb von, weiß nicht, 20 Sekunden nachbauen. Versteht auch jeder. Ich weiß aber auch, dass viele Banker, vor allem bei Sparkassen, dir sehr gerne einen Bausparvertrag oder so was anderes anbieten wollen. Ich habe das lange Zeit immer abgelehnt. Ich verstehe euch bis heute immer noch nicht das Konzept und warum es überhaupt so einen Bausparvertrag gibt und warum es zwei Verträge sind, warum der eine mal besser ist, der andere schlechter, und dann musst du erst den, gibt es Zuteilungspunkte. Das ist irgendwie, also ich habe es bis heute nicht verstanden. Ich glaube, ich werde es auch gar nicht verstehen. Ganz ehrlich, ich will es auch gar nicht verstehen. Aber Fakt ist, ich weiß, dass mein Ansprechpartner bei der Bank, mit dem ich sehr gut auskomme, mit dem ich jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, 30 Finanzierungen schon durchgehabe, mit dem ich ein sehr vertrautes Verhältnis habe, und auch da, ich gebe dir immer den Tipp, ja, behandle deinen Finanzierungsberater oder deinen Finanzierer, deinen Banker, wie deinen besten Freund. Wenn er dich anschreibt und sagt, pass auf, ich brauche noch einen Einkommensteuerbescheid von irgendwas, ich brauche noch vom Steuerberater die Erklärung für das Jahr, dann, das ist wichtig. Also die Leute bei der Bank, die werden ja immer rationalisiert. Das heißt, es werden immer mehr Leute abgebaut. Das heißt, die Arbeit ist dieselbe, aber es machen weniger Leute. Du kannst davon ausgehen, dass die Mitarbeiter mit ihrer Zeit kaum auskommen. Das heißt, er muss überlegen, welchen Vorgang bearbeite ich zuerst. Und wenn er weiß, dass du immer langsam lieferst, dass dir deine Unterlagen Mist sind, dass du immer Mist nachfragst und so weiter, was meinst du, was er da machen wird? Der wird wahrscheinlich deine Unterlagen als letztes prüfen, weil er einfach keinen Bock drauf hat. Wenn er aber weiß, wenn ich diesen Kunden anrufe oder wenn ich diesen Kunden eine E-Mail schreibe und sage, pass auf, ich brauche von dir die Unterlage, und ich weiß, die habe ich spätestens am nächsten Morgen in meinem E-Mail-Postfach, dann macht er für ihn ja auch Spaß, damit zu arbeiten. Und der freut sich auch jedes Mal, auch wenn ich da bin, wenn du so einen Finanzierungsvertrag unterschreibst, der sagt auch, es gibt teilweise Leute, ich meine, es ist umfangreich, muss man sagen, da muss ja irgendwie gefühlte 20 Unterschriften leisten und du musst noch hier Widerrufsbelehrung da und dann die Abtretung und dann die Grundschuld und dann das. Gar keine Frage. Aber er sagt, es gibt sogar teilweise Leute, die brauchen für diesen Termin 3,5 Stunden. Die lassen sich alles erklären, alles vorlesen und wie auch immer. Alles auch richtig, alles hat ein gutes Recht. Wenn du es aber das 10. Mal machst, dann kannst du einfach sagen, zeig mir, wo die Kreuze sind, ich unterschreibe und ich gehe wieder. Und dann bist du nach 5 Minuten raus. Und der freut sich auch darüber. Aber Fakt ist, liefer ihm alles zeitnah und so schnell du es kannst, damit er gerne mit dir zusammenarbeitet. Weil einige Sachen, vielleicht auch viele Sachen, hängen auch von seinem Wohlwollen ab. Zum einen die Geschwindigkeit. Du wirst irgendwann, wirst du, das wirst du auch merken, du wirst teilweise braucht man sehr schnelle Finanzierungszusagen. Und ich meine jetzt nicht die weichen Zusagen, wo dann steht, ja, wir finanzieren Herrn Mustermann so und so viel Euro unter Vorbehalt der Prüfung und sowas. Das ist meistens nicht mal das Papierwert, wo es draufsteht. Richtige, qualifizierte Finanzierungszusagen, wo da wirklich drin steht, für das Objekt, für den Betrag finanzieren wir das. Unterschrift und teilweise noch vom Vorstand, je nachdem, welche Höhe das ist und welche Bank das ist, muss dann entweder Filialleitung oder Vorstand unterschreiben. Wenn du sowas haben willst und das am selben Tag vielleicht noch, also
dann musst du auf jeden Fall, wie ich immer sage, sein bester Freund sein oder ihn so behandeln, als wenn du sein bester Freund wärst. Weil nur dann hat er Bock darauf, sich dafür einzusetzen, das alles zu machen und ja, für dich einzusetzen, letztendlich. Und da kommen wir auch zu dem Punkt Baufinanzierungen. Ich verstehe es bis heute nicht. Ich glaube, ich habe, ich weiß gar nicht, 8, 9, 10 Baufinanzierungs- oder Baustoffverträge, weil ich weiß, dass er da Stückzahlen für braucht und auch besser provisioniert wird. Mir persönlich ist das ziemlich gleich, das sind Kapitalanlagen, das heißt also, ich kann den Zins eh abschreiben, zu 100%. Und wenn ich ihm einen Gefallen tun kann, warum soll er es nicht tun? Also es ist jetzt kein Tipp jetzt für die erste oder für die zweite Immobilie, aber wenn du 10 Stück schon gekauft hast oder wenn du deine 8. kaufst, dann kann es echt egal sein, wie du finanzierst. Dann ist ja wichtiger, dass du, dann hast du ja den Marktzugang, du hast also die Lösung schon gefunden, wie du an Objekte kommst. Du hast auch dann schon ein rollierendes System erarbeitet oder erbaut, was schon funktioniert. Und dann ist doch viel wichtiger, dass du zum einen Objekte und zum anderen das Geld beschaffst. Und dann kann dir der Zins ja und diese Abläufe und diese Formalitäten und die zwei Verträge und mit diesem einen Betrag und anderen Betrag und so weiter, der kann dir doch wirklich dann egal sein, oder nicht? Also daher meine persönliche Meinung, wenn ich weiß, dass ihm da irgendwo der Schuh drückt, dann bin ich ja gerne bereit dazu, das mitzumachen. Auch Zins ist so ein Thema. Wie gesagt, ich hatte gerade schon vor ein paar Minuten gesagt, deine Hausbank macht immer, oder deine Bank, wo du eine Geschäftsbeziehung hast, die macht dir in der Regel den schlechtesten Zinsangebot oder das schlechteste Zinsangebot. Die machen in der Regel dir keine Top-Angebote. Man kann verhandeln, gar keine Frage. Du kriegst da wahrscheinlich noch ein paar 0,x Prozentpunkte runter. Kann man immer drüber sprechen. Aber du wirst die besten Angebote kriegen, wenn du zu einer Fremdbank gehst. Da ist ja der Grundsatz, dass ihr ja als Neukunde immer mehr Wert seid als ein Bestandskunde. Da gibt es halt für den Verkäufer nochmal extra Provision wahrscheinlich und sowas. So, aber auch da, was ist der Zins? Der Zins, den schreibst du ab. Wenn der Zins nicht für dich ein Problem ist, hast du mega schlecht kalkuliert. Dann hast du ein ganz anderes Problem. Ne? Wenn du dir darum Gedanken machst, ob ich 0,1 oder 0,2% mehr zahlen muss, hast du ein anderes Problem. Auch da nochmal, denk daran oder überdenke dein Mindset. Dann denkst du komplett falsch. Du beschränkst dich mit deiner Denkweise und musst du unbedingt hinterfragen, weil das ist echt nicht ausschlaggebend. Wenn du in diese Region rein willst oder drin bist, ist für dich viel wichtiger, dass du Stückzahl, Schlagzahl und Schlagkraft kriegst. Und dann ist das unbezahlbar, wenn du eine Finanzierungsbestätigung oder Zusage, eine qualifizierte Zusage innerhalb von 4 Stunden kriegst. Ne? Das ist unbezahlbar. Das ist ein Vorteil, den du, mit dem du fast alle ausstechen kannst. So kannst du mit Sicherheit, mit ziemlicher Sicherheit, garantieren kann natürlich nichts, aber damit kannst du ziemlich sicher mindestens 95% der anderen Teilnehmer ausstechen. Und das sollte dir diese 0,x% wert sein, aufzuschlagen, die du eh noch abschreiben kannst, die zu 100% absetzbar sind. Also von daher, denk drüber nach, V&V, Vermietung, Verpachtung, Anlage in der Einkommensteuererklärung, wie gesagt, alle Ausgaben zum Objekt, auch Objektfahrten, doppelte Strecke, ist nicht wie bei Arbeitnehmern, einfache Strecke, sondern doppelte Strecke, kannst du auf jeden Fall komplett absetzen. Überdenk das. Und auch da, wenn du mit Schwierigkeiten hast oder wenn du dazu Fragen hast, schreib mich gerne an. Im Coaching gehen wir da sehr tief drauf ein. Ich verrate dir auch meine persönlichen Tipps dazu. Auch das können wir nochmal besprechen. Schreib mir gerne einen Kommentar rein oder schreib mich gerne nachher an über die Kontaktfunktion. Solltest du echt überdenken, weil daran sollte es nicht scheitern. Weiterer Punkt ist dabei, neben der Finanzierungsart, wie gesagt, momentan oder was momentan, bestimmt seit 10, 15 Jahren ist Baufinanzierung einfach irgendwie total gefragt bei denen, die müssten da irgendwie Stückzahlen haben, daher sei kreativ oder sei flexibel, kreativ ist das falsche Wort, flexibel. Ich spreche mit deiner Bank auch mal, ich sage immer, komm, den nächsten machen wir so, dafür kriegst du, aber beim nächsten Mal kriegst du deine Baufinanzierung ja drauf. Ne? Und dann ist er auch glücklich. Ne? Darum geht es letztendlich, ja. Noch ein Hinweis oder noch eine Idee, die ich dazu noch habe, auf jeden Fall, was du noch bedenken solltest, ist, auch wieder bei Sparkassen ist es oft so, die sind ja verbunden. Sparkasse und LBS gehören ja irgendwie zusammen, also nicht offiziell, aber die sind miteinander verbrüdert. Du kannst ja auch die Verträge von dem einen mit dem anderen mit übernehmen, System und so weiter. Und auch die haben ab und zu Interesse daran, Wohngebäudeversicherung abzuschließen.
Die haben ja auch einen Rückversicherer dahinter, die haben auch Versicherungsgesellschaften dahinter, die Provinzial gehört mit zu der Gruppe. Und ab und zu haben die auch Auflagen, dass sie x Summe an Neuabschlüssen reinkriegen. Wo Gebäudeversicherung, da hast du in der Regel ja Beiträge, ich sag mal, dass da eine Wohngebäudeversicherung 1.000 Euro kostet, ist ja eher selten. Vor allem, wenn jetzt so weitergeht mit Überschwemmungen und mit den ganzen Sturmkatastrophen, wird es ja wahrscheinlich noch mehr nach oben gehen. Wir haben auch Objekte, auch da ist die Jahresprämie 70.000 Euro, ne, pro Jahr. Und wenn dann der Banker sagt, pass auf, ich muss aber noch irgendwie, braucht noch den Betrag in der Wohngebäude, letztendlich kann es dir egal sein, was Objekt versichert ist. Also wir gucken mal auf den Umfang, dass es also schon elementar mit dabei ist. SB in der Möglichkeit raus, LW ist natürlich sehr wichtig. Da gibt es also vieles, was man vergleichen muss. Aber ich sage mal, was oben rechts für Logo drauf ist, ob das Allianz steht, Provinzial, Ergo oder wie die auch immer heißen, ne, ist für mich doch sowas von egal. Aber wenn ich weiß, dass dadurch die Person, von der ich ja irgendwo abhängig bin, also abhängig, verstehe mich nicht falsch, es gibt tausende Banken, es gibt tausende Finanzierer, aber ich kann dir nur raten, finanzier mit demselben immer weiter, mit derselben Person, mit derselben Bank, weil dann weiß er, wie du tickst, dann weiß er, wie du Objekte rechnest, er kennt deine ganze Historie, er weiß, wie du funktionierst, wie du tickst, wie du Objekte rangehst. So, das spielt sich nach einer Zeit mega schnell ein. Und dieser ist so ein Mehrwert und so unbezahlbar, dass es einfach unbedingt da machen solltest. Und wenn er dir nahelegt, also die sagen ja immer, ne, es wäre gut oder es wäre nett oder könnten wir nicht darüber sprechen oder brauchen sie nicht doch was, so fangen meist die Gespräche an, also sie sagen natürlich nicht, ich brauche das jetzt und mach das mal oder so. Ne? Aber dann ist auch die Frage, warum denn nicht? Also was spricht dagegen? Wenn du ein vernünftiges Paket hast, dann kann man darüber auch sprechen. Wenn das ihm hilft, wird er mit Sicherheit das nächste Mal deinen Antrag vielleicht schneller bearbeiten, vielleicht da die Entgegenkommender sein. Also von daher, wie gesagt, wie ich immer sage, behandle ihn, als wenn es dein bester Freund wäre und schau, dass du dich da gut stellst und dass du einfach guckst, wenn er einen Bedarf hat und du kannst ihn erfüllen, dann mach es. Das wird auf jeden Fall, wenn du es oft genug und auch nachhaltig machst, dir einiges helfen. Ja, eigentlich bin ich schon Themen durch auch soweit. Ich guck mal kurz nochmal. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte auch gar nicht so lang machen. Aber ich hoffe, ihr habt ein bisschen Mehrwert daraus gekriegt. Ich gucke mal kurz in die Kommentare rein. Übrigens, mega viele Herzen habe ich gekriegt gehabt. Vielen Dank dafür, finde ich cool. War bestimmt 100 Mal. Weiß gar nicht, wie ich das... Ja. Genau. Kannst du mal eine Videoserie zu den besten Tipps im optimalen Kaufpreis machen? Ich glaube... Ja, also wie ich gerade schon sagte, natürlich, klar, wir können zu alles eine Serie machen, wir können zu alles sprechen, wenn das ein Thema ist, was für euch spannend ist. Aber optimaler Kaufpreis ist immer relativ. Es gibt ja, wie ich gerade auch anfangs schon sagte, es gibt nicht den Kaufpreis, es gibt nicht den Wert. Was ist ein optimaler Kaufpreis? Du als Käufer hast einen optimalen Kaufpreis, den hat der Verkäufer wahrscheinlich nicht. Der hat einen anderen optimalen Kaufpreis. Und deine Bank hat einen anderen optimalen Kaufpreis, weil die macht Abschläge dabei. Und Finanzamt, wie ich gerade anfangs schon sagte, es gibt ja dieses Bild, da, wie du die Immobilie siehst, wie die tatsächlich aussieht, wie das Finanzamt die sieht und so weiter. Wo das Objekt, wie gesagt, einmal ein Zelt ist, einmal ein Schloss ist. Optimaler Kaufpreis. Ich kann nur empfehlen, es gibt ja viele Berichte, die meisten auch kostenlos. So, wie ich auch anfangs sagte, hier der Grundstücksmarktbericht, da kannst du mal einiges rausholen, da kannst du mal Richtwerte rausholen. Du kannst bei Sprengnetter, kannst du, glaube ich, auch als Endkunde, glaube ich, auch deren Bewertung auch kaufen. Ich weiß nicht genau, was sie kosten. Muss einfach mal schauen, ob das überhaupt möglich ist. Gucke ich auch bis zum nächsten Video mal nach. Die sind ziemlich gut. Ich meine, ich weiß nicht, die müssten um die 80 Euro kosten, vielleicht 90 Euro oder was. Also keine 100. Ich sag mal so, unter 100 müsste es sein. Da kriegst du schon ziemlich genau einen Wert raus. Aber auch da musst du überlegen, ist alles Historie. Alle Werte basieren immer auf Vergangenheit. Und was du auch nicht weißt, ist ja, Sprengnetter holt sich auch letztendlich die Grundstücksmarktberichte, hat dann noch ein bisschen mit ImmoScout eine Verknüpfung drauf. ImmoScout hat noch mal dieses Atlas da drin. Ist übrigens auch vielleicht noch ein Tipp. Guck mal auf atlas.immoscout24.de. Da hast du alle historischen Werte bei ImmoScout, die vergessen haben, die alten Objekte rauszunehmen. Dann setzt die ImmoScout immer auf Archiviert. Und damit landest du automatisch in diesem Atlas von denen drin. Und da siehst du auch Angebote aus 2007, aus 2005, also wirklich historische Sachen.
Und genau das ist auch wieder das mit dem Wert da drin, mit dem optimalen Kaufpreis. Selbst die Springnetter, die wirklich nichts anderes machen und sich auch gut bezahlen lassen und auch wirklich eine oder die Nummer ist für Bewertungen. Selbst die bauen auf historische Werte. Und auch da weißt du nicht, wenn die sagen, selbst das Nachbarhaus wurde für den Preis X verkauft, Zustand ist ja auch noch so bei eine Sache, die kannst du nun mal nicht in solchen Tabellen erfassen. Ich kann sehr gut ein Baujahr, eine Geschossgröße, ich kann sehr gut die Geschossflächenzahl, ich kann Quadratmeter Wohnfläche, Nutzfläche, Balkone, Terrassen und solche Optionen, kann ich durchaus alles erfassen. Aber spätestens damit es darum geht, wie modern sind die Bäder, Steigeleitung vielleicht saniert oder nicht, Elektro, wie alt ist das? Es gibt so viele Faktoren beim Immobilienkauf, die man beachten muss. Und die sind ja nicht da drin. Deswegen kriegst du da auch mal so eine Spanne da rein. Da steht ja von bis. Aber wenn du danach gehst, hast du schon mal einen sehr, sehr guten Richtpreis. Und dann ist immer nur die Frage, da kommen wieder andere Faktoren da rein. Wie dringend muss er verkaufen? Wie viele Käufer und Interessenten gibt es? Wie dringend möchtest du kaufen? Wie viel Interesse hast du an dem Objekt? Was bist du bereit dafür zu zahlen? Deswegen also optimaler Kaufpreis ist auf jeden Fall ein sehr langes und breites Thema, was man auch sehr, sehr ausführlich besprechen kann. Aber das nicht mehr in diesem Video. Das machen wir in der Extra-Folge zu. Aber nehme ich gerne mit. Ich kopiere mal das direkt raus. So, okay, dann. Gab es keine weiteren Fragen mehr? Okay, ja, also mit dem optimalen Kaufpreis, das ist ein sehr spannendes Ding. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann stellt die auch gerne. Lasst mir gerne ein paar Herzen da. Ich habe noch nicht genug gesehen heute. Und sonst warte ich noch mal kurz. Keine Herzen, keine Kommentare. Nein. Gut, dann sind ja alle Fragen beantwortet. Ich mache mir nur Gedanken zu dem optimalen Kaufpreis, wie man da nochmal dran gehen kann, weil das ein Ding für sich ist. Ich wünsche euch einen schönen Abend zu später Stunde. Wir haben jetzt schon 12 mittlerweile. Da kommen noch ein paar Herzen. Vielen Dank. Ja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht bringt es euch weiter. Wenn ihr das Thema nochmal mit dem Mindset oder Vorurteilen, wie ich es genannt habe, oder ja, habt, müsst ihr nochmal drüber nachdenken. Ja, der Markt ist da. Wenn du nicht kaufst, liegt es an dir, wenn du keine Objekte findest. Das ist so. Auch wenn das vielleicht ein bisschen hart anhört und ein bisschen zu pushy ist, aber ich habe dir gerade vorgelesen, die Zahlen. Denkt drüber nach. Das ist, glaube ich, ein guter Schlusssatz. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald.